Hallo, mein Name ist Simon vom YouTube-Kanal The Bad Beard und heute möchte ich euch eine kurze Einführung in das Kampfsystem zu Dark Souls 3 geben. Ein paar Sachen haben sich geändert. Vielleicht habt ihr vorher noch nicht so viele von diesen Souls-Spielen gespielt, vielleicht so als kleine Auffrischung, aber auch für Einsteiger gedacht. Ich gehe über die wichtigsten Sachen, die wichtigsten Moves, die man kennen sollte, und dann will ich auch ein bisschen über Stats und andere Kleinigkeiten reden, auf die man so achten kann. Also wenn ihr jetzt eben das Spiel frisch startet, damit ihr Bescheid wisst, was es so zu tun gibt. Erstmal, hier haben wir meinen Charakter. Ich habe hier mit dem die Ritterklasse genommen und ihr seht, ich bin hier eben mit Schild ausgerüstet und mit Schwert. Das Schild, ne, ist eine ganz wichtige Sache in Dark Souls, wenn ihr eben einen Schildcharakter spielen möchtet. Damit könnt ihr die Angriffe der Gegner logischerweise blocken, was euch Stamina kostet. Das Schild kann aber auch noch was anderes. Das ist ganz wichtig. Das ist einer der Moves, den Anfänger meistens nicht drauf haben, aber der euch sehr viel weiterbringt, wenn ihr ihn meistert, dann macht es das Spiel auf jeden Fall um einiges einfacher. Das ist der Parry. Also wenn ihr die hintere Schultertaste drückt, die hintere linke Schultertaste, ob ihr jetzt auf Xbox oder wo auch immer mit eurem Controller spielt, in der Standardeinstellung, macht er diesen Move hier. Und wenn man den genau dann macht, wenn der Gegner eben kurz davor ist, einen zu treffen, kann man viele der Gegner tatsächlich parieren und dann einen Finishing-Move machen. Ich werde euch das gleich auch noch zeigen. Es gibt natürlich die Standardangriffe. Die vordere rechte Taste ist der normale leichte Angriff. Alles kostet Stamina. Das heißt, es ist immer wichtig, Stamina so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, sodass man eben zur Not immer nochmal wegrollen kann. Ihr seht gerade, meine Rolle ist relativ schnell. Es gibt in Dark Souls ein System, das, bevor wir jetzt genauer über die Stats reden, das nennt sich Equipment Load. Das heißt, ihr habt ja Ausrüstung, die verschiedenes Gewicht hat tatsächlich. Wenn ich jetzt hier irgendwie ganz viel Zeug reinpacke, keine Ahnung, nehmen wir mal hier so ein großes Schwert oder so, dann seht ihr, meine Rolle wird plötzlich langsamer. Das ist die sogenannte Fat Roll. Und zwar seht ihr da oben, mein Weight Ratio ist auf 83, wenn ich das Ding jetzt rausnehme, sind wir bei 69, und unter 70 reicht tatsächlich aus, um noch hier diese normale Rolle zu machen. Also ist das eigentlich relativ großzügig, würde ich sagen. Um das zu verbessern, was ihr genau für Stats skillen müsst, da reden wir später drüber. Aber was jetzt eben auch neu ist in Dark Souls 3, das ist ein bisschen von Bloodborne genommen, die hintere rechte Taste macht einen schweren Angriff. Den könnt ihr jetzt eben auch aufladen, wie in Bloodborne, um mehr Schaden zu machen bei vielen Waffen. Und das ist jetzt gerade ein Schwert, weil das ist halt so eine Standardwaffe, aber natürlich haben die andere Kombos, ne, Speere und so weiter, da kommt er dann aber auch selber drauf. Was auch ganz neu ist, ich muss mich mal kurz ans Bonfire setzen, na, wir haben jetzt eben eine Magieleiste oder eine Fokuspunkteleiste. Das ist das blaue oben unter der roten Helfleiste. Das ist neu. Fokuspunkte sind zum einen dafür da, wenn ich irgendwie, ich habe jetzt leider keinen Spellcaster oder so oder einen Magier, dann könnt ihr die benutzen, also wie eine Mana-Leiste quasi, ne, um Sprüche zu wirken, Sachen zu machen, eure Waffen zu buffen und so weiter. Das ist allerdings in den anderen Dark Souls-Spielen anders geregelt gewesen. Da habt ihr eine gewisse Anzahl an Benutzungen gehabt, also ab dem Zeitpunkt, wo ihr an einem Bonfire saßt. Und hier ist es aber tatsächlich so, dass das jetzt eben so eine Mana-Leiste hat. Aber die wird auch für andere Sachen benutzt. Selbst wenn ihr jetzt keinen Spellcaster spielt, lohnt sich das eben da rein zu investieren so ein bisschen. Wenn ich jetzt hier mein Schwert in beide Hände nehme, dann kann ich die hintere rechte Taste, linke Taste gedrückt halten, um halt mich für schwere Angriffe vorzubereiten. Also das ist so ein Stance, ja. Also jede Waffe, das muss ich euch gerade nochmal zeigen. So, jede Waffe hat hier, da unten steht es Skill Stance, da habt ihr es, ne. Wenn wir die zwei Hand halten, ne, dann gehe ich in diesen Stance und jetzt kann ich eben mit den linken normalen Angriffstasten und der hinteren linken, der schweren Angriffstaste halt hier besondere Moves machen. Hier mache ich so einen Uppercut und ihr seht, meine Fokusleiste sowie meine Stamina geht runter. Hier gibt es so einen Ansturm, das macht alles sehr viel Schaden und teilweise, das in diesem Fall durchbricht es das Schild. Verschiedene Waffen haben, wie gesagt, da sehr viel, sehr verschiedene Sachen. Manchmal haben die tatsächlich auch irgendwelche magischen Sachen, Projektile oder sowas auf den Waffen direkt schon drauf. So habt ihr dann sowas zur Verfügung, obwohl ihr kein Spellcaster seid. Dafür, wie gesagt, die hintere linke Taste gedrückt halten. Und manche haben halt nicht so einen Stance, sondern machen halt direkt irgendwas. Also das müsst ihr einfach dann hier aus dieser Waffenbeschreibung ablesen, ne? Und da könnt ihr dann sehen, wie das funktioniert. Und ihr seht aber, diese Leiste füllt sich nicht mehr. Die füllt sich wieder, wenn ich mich hier an das Bonfire setze.
Jetzt reden wir erstmal über so ein paar neue andere Mechaniken. Wir haben halt hier unsere Estusflaschen. Das ist so ein Standard in den Dark Souls Spielen. Ihr seht schon, meine Estusflasche ist +1. Darüber rede ich gleich wahrscheinlich auch nochmal kurz. Und die heilen mich natürlich, wenn ich Schaden genommen habe. Okay, das war jetzt nicht hoch genug, um Schaden zu nehmen. Aber wir haben eben hier auch noch sowas, was ich eine Asche-Estus-Flasche nennt oder Ashen-Estus-Flask. Und hier bei dem Schmied, dem André, vielleicht erkennt ihr den aus Dark Souls 1, wenn ihr es gespielt habt, wieder, können wir hier tatsächlich verteilen, wie viel wir von was haben. Ja, da könnte ich jetzt sagen, okay, ich möchte 2 irgendwie haben von diesen Asche-Estus-Flaschen und dann können wir damit eben unterwegs unsere Fähigkeitspunkte oder Fokuspunkte, also die blaue Leiste, wieder aufladen. So. Gut. Hier an dem Bonfire, das ist vielleicht auch was, was ihr unterwegs dann nicht unbedingt direkt gemerkt habt. Das ist auch relativ wichtig, dass ihr eben eure Estusflasche verbessert. Meine ist +1, das heißt, die heilt eben mehr. Je weiter ihr im Spiel seid, desto mehr Leben habt ihr auch. Und desto besser ist natürlich auch, eine Estusflasche zu haben, die jetzt nicht nur irgendwie so ein Viertel von eurer Leiste, sondern irgendwie die Hälfte heilt oder so. Und dafür müsst ihr hier eben Undead Bone Shards finden. Die findet ihr einfach in der Welt. Manchmal droppen die eben von bestimmten Monstern, manchmal sind die irgendwo versteckt und so. Einfach ein bisschen rumsuchen und dann könnt ihr die hier opfern tatsächlich, um eure Estusflasche zu verbessern. Auf der anderen Seite, bei dem Schmied André, gibt es noch ein anderes Material, sogenannte Estus-Scherben. Da gehen wir mal gerade hin. Oder Estus-Shards. So. Seht ihr? Damit können wir die Anzahl unserer Estus-Flaschen erhöhen. Und dann kriegen wir halt +1 und das können wir dann, ne, also als Anzahl quasi, und können wir dann verteilen zwischen Ascheflasche und der normalen Estus-Flasche. Das sind so ein paar Standardsachen, die ihr vielleicht wissen müsst. Also bevor ihr euch jetzt wundert, irgendwie, dass ihr mit dem Heilen nicht mehr hinterherkommt, da müsst ihr wirklich hierher zurück. Ist nicht immer alles direkt hier so gut erklärt und müsst eben tatsächlich hier in dem Schrein euer Equipment verbessern. Jo, und zum Aufleveln, das habt ihr ja sicher sowieso schon gemerkt, müssen wir hier zu unserem Firekeeper, und wenn ich auf Level Up gehe, dann sehen wir halt hier die ganzen Stats, die wir haben. Jetzt will ich nur mal ganz kurz über die Stats drüber gehen. Also, wir haben halt hier ein paar neue Stats. Vigor, also das obere hier, ich habe jetzt hier nicht die deutsche Übersetzung, aber ihr seht ja dann anhand der Position, was es ist. Ich finde halt die englische Übersetzung besser in dem Spiel. Vigor ist, gibt euch einfach mehr HP. Also mehr Health Points und erhöht auch ein bisschen, also jeder Level Up erhöht ein bisschen die Verteidigung und die Resistances, da unten auf der rechten Seite seht das. Resistances sind sozusagen einfach, wie lange es braucht, bis ein bestimmter Effekt auf euch wirkt, also Blut, Frost und so weiter. Dann haben wir hier Attunement. Attunement erhöht einfach eure Attunement Slots und das sind einfach die Slots. Wenn ihr jetzt einen Zauberer spielt, müsst ihr hier ein bisschen rein investieren. Ab einem gewissen Punkt, also immer ab festen Punkten, nicht pro Level, aber ab, sagen wir mal, pro 5 Level oder sowas, bekommt ihr dann einen Attunement-Slot mehr. Und dieser Attunement-Slot, ja, ermöglicht es euch eben, einen Zauberspruch mehr im Inventar zu haben. Die könnt ihr auch an dem Bonfire hier vorne tatsächlich dann ausrüsten oder attunen, sodass ihr die dann hier eben oben zur Verfügung habt und benutzen könnt. So. Allgemein ist es so, dass ihr euch wohl vorher ein bisschen überlegen solltet. Fürs erste Durchspielen geht es eigentlich noch eigentlich ganz gut, was ihr für einen Charakter eigentlich spielen wollt. Wollt ihr schwere Waffen? Wollt ihr, leichte Waffen, Katanas oder so ein Kram? Wollt ihr Zauber haben? Also Attunement kann man ignorieren, zum Beispiel, wenn man keine Zauber haben möchte. Endurance an sich ist ein super wichtiger Stat, der erhöht eben eure Stamina-Leiste. Stamina ist für alles zu benutzen, habt ihr eben gesehen, für Angriffe, fürs Ausweichen. Viel Stamina bedeutet, ihr habt viele Aktionen im Kampf, die ihr machen könnt. Also das ist immer einer der Stats, die ich als erstes ein bisschen hochbringe. Vitality ist nicht das, was man denkt. Das erhöht einfach eure... wir hatten eben drüber gesprochen, dass eure Rüstung eben verschiedene Gewichte hat und eben dann irgendwie ab einem Punkt euch dann dazu bringt, nicht mehr so gut ausweichen zu können. Und das erhöht einfach euer Equipment Load, also die Menge an schwerem Zeug, das ihr tragen könnt, wenn ihr diesen Stat erhöht. Also das ist zum Beispiel für, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt einen dicken Ritter mit einer dicken Rüstung spielen, dann dann könnt ihr euch das holen. Und dann haben wir hier noch Stärke, ist klar, das ist halt einer von den Angriffs-Stats. Stärke hilft euch eben,
schwere Waffen tragen zu können. Die haben manchmal eine Voraussetzung und eben auch dann alle Waffen haben eine Skalierung für die verschiedenen Stats und wenn sie eine Stärke-Skalierung haben, dann werden die eben durch den Stat besser. Dasselbe mit Dexterity, das ist dann halt nicht für so schwere Waffen, sondern für zum Beispiel so Katanas oder sowas und auch hier gibt es Waffen, die halt eine gewisse Voraussetzung haben. Intelligenz ist für, ja, Magieangriffe und dann für die Fokusse, also die ihr benötigt, um halt die Spells zu casten, zum Beispiel eine Voraussetzung. Faith ist für Wunder. Wunder ist eine zweite Art von Magie, die man hier eben haben kann. Und dann haben wir halt Luck hier, was den Stat, das ist jetzt auch wieder neu, das gab es in Dark Souls 2 und 1 zum Beispiel, glaube ich nicht. Vielleicht auch in Dark Souls 1 schon dabei gewesen, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist es jetzt auf jeden Fall wieder drin. Und das erhöht einfach Item Discovery, das bedeutet, wenn ihr einen Gegner besiegt, droppt er eher mal irgendwie einen Gegenstand. So, das sind halt die Stats und bevor ihr halt jetzt loszieht und halt hier überall Punkte reinhaut, müsst ihr euch überlegen, was ihr spielen wollt. Am Anfang spiele ich eigentlich immer gerne einen ziemlich breit gefächerten Charakter. Damit kann man das Spiel eigentlich auch ganz gut durchspielen und kann halt möglichst viele Waffen und sowas ausprobieren. Das ist eigentlich relativ wichtig, denn Da möchte ich dann halt beim zweiten Mal durchspielen irgendwie ein bisschen genauer drauf achten. Jetzt reden wir mal, wir haben ja schon über das Parieren gesprochen. Das ist eine der fortgeschrittenen Kampftechniken sozusagen. Es gibt aber noch ein paar mehr. Ich hatte ja gesagt, wir haben hier den leichten und schweren Angriff, ne? Eine ganz wichtige Sache in Dark Souls, ich werde euch das jetzt auch, glaube ich, einfach mal zeigen. In einem Kampf, dann ist es ein bisschen einfacher. Und wir reisen jetzt hier mal, hierher. Da gibt es ein paar Gegner. Das ist auch noch relativ am Anfang, also nicht sehr spoilerbehaftet, würde ich sagen. Es gibt eben noch ein paar Sachen, die halt nicht direkt erklärt sind, die aber sehr, sehr wichtig sind. Zum Beispiel den Sprungangriff. Und den werden wir gleich sehen, wie nützlich der sein kann. Und dann gibt es noch einen Tritt. Und ja, was das halt alles bedeutet, was das alles machen kann, zeige ich euch dann gleich. Da sind wir wieder. Und hier vorne haben wir direkt so ein paar kleine Gegner. Also ich zeige es euch gerade erstmal so trockenübungsmäßig. Wir haben hier den Tritt, wenn wir nach vorne drücken und gleichzeitig die leichte Angriffstaste. Der Tritt kann Gegner natürlich zurückstoßen, kann aber auch so ein bisschen das Schild, was die haben, durchbrechen. Also wenn die selber ein Schild haben, hier die Typen haben glücklicherweise ein Schild. Und dann, wenn wir die schwere Angriffstaste und nach vorne drücken, machen wir einen Sprungangriff. Bei manchen Waffen, zum Beispiel bei Speeren, hat er eine ganz hohe Reichweite und ist eben dementsprechend extrem praktisch. Jetzt hier den, vielleicht habt ihr das auch noch nicht rausgefunden, wenn ich jetzt hier den rechten Stick reindrücke, nehme ich den hier mal aufs Korn. Lassen wir den mal angreifen. Oh, da stand er nicht auf derselben Ebene. Naja. Ich kann ja jetzt gerade mal, hier die Weapon Art zeigen. Also ich könnte jetzt sein Schild durchbrechen. Seht ihr das? Durch diese Fokuspunkte kann ich hier ihn ganz easy, sein Schild durchbrechen. Ne, dass ich die jetzt benutzt habe. Was ich auch machen kann, ist ihn einfach zu treten. Und dann kann ich ihn finishen. Zack. Das ist wie parieren. Sozusagen, wenn ihr jemanden pariert, könnt ihr auch diesen Finishing Move hier machen. Das heißt, ihr müsst dann den leichten Angriffsknopf drücken. Ja, der ist jetzt auch im Eimer. Also dieser Tritt und dieser Sprung, sehr, sehr nützlich. Hier haben wir ein paar stärkere Gegner. Hier, den ziehen wir uns mal mit, weil da oben kommt sein Kollege. Kämpfen wir mal hier unten so ein bisschen. Und der hier, der hält halt ein bisschen mehr aus, ne? Und hat auch eben selber ein Schild. Und greift halt auch an, eher wie so ein Ritter. Der greift hier relativ viel an. Ihr seht, jedes Mal, wenn er unser Schild trifft, verlieren wir eben Stamina. Jetzt machen wir das nochmal. Oh, ich den Parry verkackt. Muss ich kurz mal heilen. Also das Timing ist natürlich klar, dass das ist sehr eng. Das Timing-Window für so ein Parry. Okay, sein Schild kann ich natürlich nicht parieren. Na? Schon wieder? Okay, er möchte jetzt gerade nicht geparried werden. So, da haben wir's. Also genau im richtigen Zeitpunkt drücken, dann können wir hier den Finishing Move machen. Das hat ihn jetzt fast gekillt. Was er jetzt auch machen kann, ist ihn halt zu treten. Oh. Wenn er jetzt hier sich hinter seinem Schild versteckt. Seht ihr? Das ist wesentlich einfacher in diesem Fall, weil dieser Typ sich halt sehr viel hinter seinem Schild versteckt.
Also das sind Moves, die zum Beispiel Kämpfe, ihr habt jetzt gesehen, ich habe erst nur versucht, ihn zu parryen, da hatte ich eine relativ schwere Zeit, weil er halt immer hinter seinem Schild sich meistens versteckt hat und sehr schnell angegriffen hat, aber dann hinterm Schild einfach mal einmal kicken, ne, und schon haben wir den ganz easy eigentlich besiegt. Also das ist das, was ich meine, diese Moves so ein bisschen drauf zu haben, ist eigentlich relativ essentiell, um sich hier die Zeit ein bisschen leichter zu machen. Hier, der Typ hat auch ein dickes Schild und halt auch Fernkampf. Was wir auch machen können, ist uns mal hinter denen zu bringen. Dann kann ich euch noch was anderes zeigen. Es gibt hier auch ein Backstep, eine Backstep-Mechanik. Da ist er ausgewichen, hat so ein dickes Turmschild. Fast. Also wenn wir genau an den richtigen, wenn wir genau hinter dem Charaktermodell eines Gegners stehen quasi, dann können wir da einen Backstep machen. Und das ist eben wie der frontale Finishing Move. Na, ganz klar. Eine sehr mächtige Sache bei hier diesen humanoiden Gegnern gerade. Ja. Ich versuche jetzt mal, ihn nochmal zu kicken. Macht er nicht, da weicht er aus. Also der lässt sich wohl nicht so leicht kicken. Oh, hat auch sehr viel Range. Gut, wenn wir den normal angreifen, haben wir den eigentlich relativ schnell erledigt. Aber hier ging es jetzt um die... Oh, wir haben sogar seine Rüstung gefunden, cool. Ging es eigentlich nur um die Demonstration. Ging es eigentlich nur um die Demonstration dieser verschiedenen Angriffstechniken. Ich denke, ihr habt jetzt ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, was man damit so machen kann. Und ja, ich würde sagen, das war es erstmal für dieses grundlegende Tutorial an Sachen. Also ich kann euch nur noch weiterhin empfehlen, an diesem Firelink-Schrein, also hier in eurer Hub-Welt, immer mal zu gucken, was ihr da machen könnt. Da gibt es ständig neue Charaktere, ständig neue Sachen, die ihr machen könnt. Und ja, da findet ihr dann eben all diese Upgrade-Sachen. Und einfach da ein bisschen ein Auge drauf haben, dann vergesst ihr nichts und seid immer eigentlich gut vorbereitet auf die verschiedenen Kämpfe, die verschiedenen Gebiete. So, das war's jetzt von mir. War so ein bisschen live. Ich dachte, das war vielleicht ein bisschen besser, um das zu zeigen. Hier einfach das Kampfsystem ein bisschen zu erklären. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein kleines bisschen ein besseres Verständnis, so wenn ihr gerade einsteigt oder seid ein bisschen aufgefrischt. Ich werde auf meinem Kanal natürlich noch ein bisschen mehr zu Dark Souls 3 zeigen. Ich habe ja jetzt auch eine Story-Zusammenfassung, bevor das hier rausgekommen ist, zu Dark Souls 1 und 2 gemacht. Die ist ja relativ gut bei euch angekommen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, die sind jetzt hier im Video auch verlinkt. Da könnt ihr nochmal drauf gucken. Und ich werde es dann wahrscheinlich so machen, dass das nächste Video so ein bisschen sich damit beschäftigt, was so für Sachen ihr möglicherweise übersehen haben könntet. Irgendwelche Secrets, irgendwelche Charaktere, an denen ihr vielleicht vorbeigelaufen seid, weil Dark Souls nimmt euch bei sowas ja nicht an die Hand. Also hier ist nicht nur die Story, hier sind auch die Charaktere und Items eben sehr viel versteckt. Und darüber werde ich dann wahrscheinlich halt eben nochmal ein Video machen über die ersten paar Gebiete. Und das werde ich vielleicht über das Spiel so weiterziehen. Viele haben gefragt, ob ich ein Let's Play machen will. Nee, habe ich gesagt, weil das eben so viele machen, lohnt sich das nicht. Aber ich mache ein Story-Playthrough, denke ich mal. Es gibt jetzt schon, also storytechnisch ist das schon von Anfang an, seit der Intro-Sequenz, total interessant gewesen. Im Kontext der ganzen Serie ist ja auch jetzt das Ende der Trilogie. Ich werde also als übernächstes Video sozusagen dann ja ein bisschen über die Story-Implikationen der ersten paar Gebiete reden, über die Bosse, über die ganzen Stories, die hier so ein bisschen erzählt werden, die so ein bisschen versteckt sind und was es halt eben für die ganze Souls-Serie so bisher bedeutet. Und das werde ich vielleicht auch einfach über den ganzen Spielverlauf so weiter durchziehen, je nachdem, wie es bei euch ankommt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, ein bisschen weitergeholfen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!